Schimmel, unser schlimmster Feind. Wenn es draußen nass kalt ist, sind wir froh, wenn es drinnen schön warm ist. Aber wer hatte es dort schon mal mit dem streng riechenden Pilz zu tun, der uns noch dazu krank macht? Die Pilze überleben Monate, sogar Jahre, auch bei Trockenheit. Entstehen und wachsen kann er allerdings nur in feuchter Umgebung. Außerdem zersetzt er jedes organische Material und spielt damit eine wichtige Rolle bei der Entfernung und Prävention, vor allem für eine Sanierung. Aber wie kommt er überhaupt dahin und wie werde ich ihn nachhaltig los? Oliver ist heute als Fachmann an meiner Seite und gemeinsam lösen wir dieses Schimmelproblem. Oliver, ich glaube, wir müssen uns nicht bemühen, um den Schimmel heute zu detektieren und vor allem zu wissen, wo wir den Schimmel heute entfernen. Das sieht, glaube ich, jeder. Aber wie kam der da überhaupt hin? In den meisten Fällen, wenn wir rauskommen und da oben jetzt kein Wasserschaden ist, dass die Suppe jetzt das Mauerwerk runterläuft, muss es ja einen Grund haben, dass es da schimmelt. Und das ist meist, dass die Oberfläche zu kalt ist. Zu kalt, nicht zu nass. Nicht zu nass. Nass ist nachher, wenn wir uns eine Flasche Bier auf den Tisch stellen draußen, dann läuft ja auch das Tauwasser runter. Das Gleiche passiert an so einer Ecke. Das ist wenig Feuchtigkeit, die kann ich meistens gar nicht einmessen. Aber die ist da und dem Schimmel reicht das. Okay, und wie kann ich das Ganze messen, ob es da wirklich zu kalt ist? Da gibt es Messgeräte für. Ich kann es mit einer Thermokamera machen. Ich habe ein relativ einfaches Gerät. Hier, da können wir die Oberflächentemperatur mitschießen. Schau mal, da haben wir 17 Grad ungefähr. 17 Grad. Und wenn ich jetzt da oben in die Ecke schieße, haben wir 10 Grad Oberflächentemperatur. Das ist ein deutlicher Unterschied. Monster, ne? Ja. Wahnsinn. Und was sind sonst typische Warnsignale, die ich selbst erkennen kann, wenn ich so ein Messgerät nicht habe, dass Schimmel gerade entsteht? Der Schimmel in der Entstehung ist schwer zu detektieren, weil der wächst erstmal heimlich. Das Mülz, das Wurzelgeflecht bildet sich, das sehe ich erstmal nicht. Und wenn es dem richtig gut geht, wenn er genug zu fressen und zu trinken hat, dann kommen diese Sporenträger raus, dann möchte wie jeder in der Natur seine DNA verteilen und dann wachsen die Sporenträger und die schmeißen dann wie so eine Pusteblume die Sporen in die Raumluft ab. Wenn es jetzt um die Schimmelentfernung geht, dann klingt das für viele erstmal nach einem riesengroßen Aufwand und vor allem ja, nach der Chemiekeule, die natürlich die meisten verhindern wollen. Ist das bei Redstone anders? Wir haben ein Mittel, das heißt SUS, Schimmel- und Sporenvernichter. Das ist ein Gemisch aus Fruchtsäure und Wasserstoffperoxid. Wasserstoffperoxid ist ein uraltes Desinfektionsmittel, ist für uns per se jetzt nicht in der Konzentration, die wir hier haben, giftig. Ist nur eine geringe Konzentration Wasserstoffperoxid, ist auch kein toter Fisch oder abgestorbener Baum oder sowas drauf. Und das ist giftig für den Schimmel, freundliches Biozid, sagen wir. Das ist für uns nicht giftig. Also die Leute, die Facharbeiter, die normalen Leute, die ein Haus haben und damit arbeiten wollen, können das einfach benutzen. Das stinkt nicht, das ist nicht giftig für uns, aber den Schimmel macht es platt. Das hat uns, glaube ich, restlos überzeugt. Und jetzt wollen wir einfach nur noch wissen, wie das Ganze funktioniert. Unterteil mal gerne Schritt für Schritt, was wir heute jetzt ausführen, um den Schimmel loszuwerden. Ja. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch zu verhindern, dass neuer entsteht. Das ist es, genau. Also nur wegmachen ist ja einfach. Das ist so eine 0815-Lösung. Wir haben ja herausgefunden, das ist Schimmel durch Kondensat. Dann werden wir den Schimmel desinfizieren, indem wir ihn töten. Ne? Also wir gehen die Oberfläche an. Kann ich mal eben machen. Ne? Das ist jetzt nichts Dramatisches. Dauert ungefähr ein Stündchen, bis wir weiterarbeiten können. Danach habe ich natürlich noch diesen toten Schimmel auf der Wand, diese Biomasse. Das ist ja nicht weg, der kriegt ja nicht weggezaubert. Das heißt, wir müssen dann dran gehen. Da gibt es eine sogenannte Antischimmelstreichfolie. Das ist ein Naturkautschuk. Das rolle ich da drauf, lasse das so in 20 Minuten durchhärten und ziehe dann die gesamte tote Biomasse mit einem Mal von der Wand runter. Danach kommt Schritt 4. Dann müssen wir dran gehen und dafür sorgen, dass hier perspektivisch nie, nie, nie wieder Schimmel kommen kann. Und das machen wir, indem wir eine Calciumsilikatplatte draufkleben. Das war's. Oliver, das waren alle nötigen Schritte, um erstens den Schimmel zu entfernen und zweitens auch in Zukunft präventiv zu arbeiten. Aber wie lange hält jetzt diese Prävention? Das ist eine gute Frage. Die hält so lange, wie das Haus stehen bleibt. Für immer. Genau, das wollten wir hören. Ich kann es aber auch eben kurz zeigen. Das ist ja, ich habe ja gesagt, das ist Physik. Das ist eine Wärmedämmung, eine kapillaraktive. Gerade oben in der Ecke, dunkel dran erinnert, 10 Grad Oberflächentemperatur. Gleiche Gerät, gleiche Ecke, fast 18 Grad Oberflächentemperatur. Und das so schnell, das ist jetzt maximal eine Stunde. Und das ganze Ding ist auf jeden Fall nicht mehr so kalt und kann keinen Schimmel mehr hervorrufen. Ja, die Redboard Pro Platten sind jetzt auch angebracht und dürfen noch ein bisschen durchtrocknen, bevor wir weitermachen. Ja. Und da jetzt auch die Frage, wie kann man denn weitermachen? Ich sehe hier Fugen und natürlich soll es nicht so bleiben. Nein, das will ein Hausbesitzer, möchte das nicht so haben, klar. Da kommt jetzt ein Spachtel drauf. Das heißt, da kann der Kunde, der Hausbesitzer, der Wohnungseigentümer, kann sich entscheiden, was möchte ich haben? Möchte ich Kalk haben? Möchte ich Lehm haben? Möchte ich einen normalen Spachtel haben? Ich muss nur eben in der Oberfläche mineralisch und diffusionsoffen arbeiten, weil die Platten müssen diffundieren können. Man sagt, die atmen natürlich, aber man sagt, die müssen atmen können. Ne?
Und das ist das Wichtige an der Oberfläche. Perfekt. Also im Grunde ist eurer Individualität keine Grenze gesetzt und es gibt keine Einschränkungen. Klingt alles so wahnsinnig einfach, auch zum selber machen. Aber warum ist es so wahnsinnig wichtig, das Ganze von einem Fachmann ausführen zu lassen? Wie alles sieht das, wenn ich es mir angucke, aus dritter Reihe unglaublich einfach aus. Die Jungs machen das, die sind klasse. Die kriegen das hin, weil es ein Lehrberuf ist. Ne? Also das kann ich mir nicht eben kurz durch zweimal in einem Buch nachlesen anlernen. Das muss richtig gemacht werden. Die Platten müssen völlig an der Wand ansitzen, verschwemmt werden. Ich musste gucken, dass ich keine Kreuzfugen habe. Alles Dinge, die ein Handwerker weiß. Ich würde es nur einem Handwerker machen lassen. Also merken und genauso ausführen lassen. Und wie können jetzt Hausbesitzer trotzdem etwas wieder präventiv tun, um Schimmelbeugung generell vorzubeugen? Ja, das ist das alte Thema, Heizen, Lüften, ne? Das, was man immer hört. Es ist nicht nur das Heizen, es ist nicht nur das Lüften. Aber ich denke mal, ein Großteil der Schimmelschäden in Deutschland könnten vermieden werden, wenn die Leute häufiger lüften. Das Doofe ist nur, ich merke als Mensch nicht, wie feucht die Luft in einem Raum ist. Darum muss ich mir einen Hygrometer kaufen. Das sind diese runden Dinger, die kosten Zehner, die sagen mir, wie schwül, warm oder wie trocken die Luft ist. Und wenn ich dann irgendwas um gegen 70% Luftfeuchtigkeit in dem Raum habe, dann fängt der Schimmel an zu wachsen. Der braucht kein flüssiges Wasser. Und dann lüfte ich. Das ist doch mal ein super Tipp vom Experten, also schön hinter die Ohren schreiben. Und wir lassen die Kollegen jetzt einfach mal schön verputzen, wenn alles trocken ist. Und ich fasse nochmal für euch zusammen. Schimmel im eigenen Zuhause kann nicht nur immensen materiellen Schaden anrichten. Auch gesundheitlich ist Schimmelbefall schädigend und damit gilt es in jedem Fall, das Problem sofort zu lösen, den Schimmel so schnell wie möglich loszuwerden und einem weiteren Befall vorzubeugen. Die größten Vorteile dank Redstone: Dämmung, Wasseraufnahme und das Ermöglichen des richtigen Raumklimas. Und so können sich alle zu Hause in einem gesunden Klima endlich wieder wohlfühlen, alle außer der Schimmelpilz. Und damit mache ich mich wieder auf den Weg zur nächsten Baustelle.